Herz schlägt. Grün-Weiß. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 Werder Bremen Karriere. Und ihr seht schon, wir starten heute den Anfang der dritten Saison mit dem SV Werder Bremen. Es wird nicht die letzte Saison sein, weil ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Ich möchte in dieser Saison die Champions League gewinnen. Das ist in dieser Saison noch nicht möglich, weil wir da gar nicht spielen. Also hoffe ich, dass wir für die nächste Saison uns qualifizieren können und da dann die Champions League holen können. Ansonsten muss ich auch nochmal schauen, was für ein Ziel ich denn hier ausrufe. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal geplant. Ich hoffe auch, dass diese Folge hier überhaupt pünktlich kommt. Seht es mir nach, wenn nicht. Ich musste jetzt noch für die Firma ordentlich was an Arbeit machen. Ich musste Amps und so aus einem Podcast rausschneiden. Und das war eine ewig lange Podcast-Folge. Deswegen hat das alles sehr, sehr lange gedauert. Und es ist jetzt, glaube ich, schon fast 5:30 und die Folge soll um 19 Uhr kommen. Also, ich bin optimistisch, aber auch realistisch. Es wird kritisch. Vor allem, weil ich mich hier natürlich auch mit euren Transferwünschen und all sowas natürlich auseinandersetzen will. Und deswegen würde ich sagen, schnacken wir nicht groß drum herum. Vielleicht wird die Folge heute ein bisschen kürzer, aber ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf die dritte Saison habt. Und dann starten wir jetzt mal rein in die Episode. Erstmal die wahrscheinlich wichtigste Info vorweg. Wir haben aktuell ein Transferbudget von 31,15 Millionen Euro. Wir haben natürlich auch kaum Ziele des Vorstands erfüllt, also nicht allzu viel Geld. Wer weiß aber natürlich, wie weit wir hier in dem European International Cup kommen oder wie auch immer der hier heißt oder irgendwas mit Südamerika ist das ja jetzt hier anscheinend. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die werden wir eh simulieren, die Spiele. Also mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Aber erstmal werfen wir natürlich einen Blick auf die Wunschliste. So, damit jetzt hier, wie versprochen, der Blick auf die Wunschliste. Und hier sind, ihr seht schon, unfassbar viele Spiele. Ihr habt so krank viele vorgeschlagen. Auch vor allem im Livestream habt ihr so viele in den Chat geschrieben, die ich kaufen soll. Das ist unfassbar. Die meisten davon sind schon gescoutet, aber eben hier auch ein paar noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich schaue schon mal die durch, die gescoutet sind. Und werde das schon mal so ein bisschen aussortieren, wen man holen kann, wen nicht. Ich werde euch da auch meinen Grund nennen, aber ich werde das einen absoluten Schnelldurchlauf machen. Zirkzee raus, weil zu niedriges Gesamtrating. Mateta auch raus, weil er ist mir zu groß und klotzig als Stürmer. Da haben wir schon Selke, ich will lieber einen kleinen Schnellen. Adam Chlozek auch raus, von euch sehr oft gewünschter Spieler, aber für mich vor allem auf der Außenbahn unbrauchbar und für einen Stürmer auch nicht gut genug. Andersen auch raus, weil zu langsam für die Außenbahn für mich und zu wenig Abschluss für den Mittelstürmer. Mohamed Kudus auch raus, einfach zu niedrige Gesamtstärke, finde ich. Gumni auch raus, weil wir haben einfach genug Außenverteidiger. Lukas Haraslin auch raus, weil ich gerade sehe, der Spieler ist zu wichtig für die Mannschaft und somit können wir ihn eh nicht kaufen. Selbiges gilt für Thomas Suchek, ist erst kürzlich zur Roma gewechselt, können wir also auch nicht verpflichten. Özil auch raus, weil wirklich ist ein cooler Spieler, wäre eine geile Rückholaktion, aber der ist mir halt einfach zu alt. Und auch zu langsam und unbeweglich. Ich meine, würde ich so holen, aber 17 Millionen oder so ist mir dann deutlich zu teuer. Nahezu ähnliches gilt für Bellarabi, ist mir einfach zu alt. Selbes gilt für João Victor. Wenn ich mir jetzt einen Flügelspieler kaufe, soll der auch schon 90 Pace haben. Und im Idealfall auch noch schießen können. Ist bei João Victor alles fast vorhanden. Aber der ist eben auch schon 27, deswegen nehme ich da lieber doch einen etwas jüngeren. Also er auch raus. Alex Hunt auch raus, weil die Gesamtstärke können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Damsgaard und Francis beide raus, zu niedrige Gesamtstärke für deren Position. Evander auch raus, finde ich für ZOM eigentlich bei den entscheidenden Werten ein bisschen zu schwach. Abschluss, Effet, Freischusspräzision, all sowas. Schusskraft geht noch, aber ansonsten, ja, der ist mir ein bisschen zu schwach. Atkinson und Hüser ereilt das gleiche Schicksal. Wie auch eben schon Gumni, ich brauche keinen Außenverteidiger. Jovelic auch raus, weil ich finde ihn für die Stürmerposition zu schwach. Der ist nicht extrem schnell, nicht wirklich beweglich, also ja, und auch nicht wirklich groß. Der ist von allem irgendwie ein bisschen zu wenig. Wallon Berisha leider auch raus, wurde auch sehr oft gewünscht. Für die Außenbahn für mich einfach viel zu langsam und fürs ZOM nicht torgefährlich genug. Viktor Fischer auch raus, weil nicht schnell genug für die Außenbahn und nicht torgefährlich genug für den Sturm. Max Kruse haben sich natürlich auch viele gewünscht, wäre auch echt eine coole Rückholaktion, aber wir sind halt schon in der dritten Saison und mit 33 Jahren, ja, das wäre mir dann doch ein bisschen zu unnötig, den zu holen. Der ist nicht wirklich schnell, ist noch zu gut gesagt, der ist absolut langsam. Schießen kann er, kann man nicht abstreiten. Ich mag Kruse auch gerne, ich war froh, dass er bei Werder war. Aber für die Karriere macht es einfach nicht mehr allzu viel Sinn, dafür über 10 Millionen auszugeben. Frendrup runter, weil einfach zu niedriges Gesamtrating. So, damit haben wir jetzt eigentlich auch so die finale Wunschliste zusammen. Die ist schon mal nicht klein, aber deutlich kleiner als vorher. Ich warte nochmal natürlich, bis die anderen Spieler gescoutet werden. Dann werden wir nochmal einen Blick drauf werfen. Aber jetzt werden wir uns erstmal dem Verkauf von einigen Spielern widmen, denn dann haben wir natürlich auch nochmal deutlich mehr Geld. So, auf unserer Transferliste sind jetzt die ein oder anderen Spieler verzeichnet. Und erstmal, wenn ich ein paar Namen nenne,
Hört erstmal zu, was ich sage. Ich habe nämlich eigentlich zu jedem dieser Spieler einen Grund, warum ich sie verkaufen will. Sonst hätte ich sie logischerweise auch nicht dazu angeboten. Wir fangen an mit Miloš Veljković. Der war mir halt einfach nicht mehr gut genug. Irgendwie spielerisch hat er mir nicht gefallen, hat nicht so gut verteidigt. Deswegen will ich den lieber verkaufen und das Geld für jemand anderen verwenden. Selbes geht für Johannes Eggestein. Der hat ja eigentlich ganz gute Werte, ist halt nicht der schnellste auf dem rechten Flügel. Und dann hat der halt bei mir auch nicht mehr so viel Spielzeit bekommen und ja, der war dann halt auch nicht mehr das, was er mal war. Niklas Schmidt ist halt einfach, finde ich, ist halt zu schwach für die Mannschaft, hat auch kein wirkliches Potenzial mehr, deswegen ist er jetzt auf der Liste. Jetzt kommen wir zum ersten Kracher, würde ich mal behaupten. Jiří Pavlenka möchte ich verkaufen. Einfach, der ist 29, wir haben zwei Jugendtorhüter, die dahinter quasi hochkommen, die kriegen wir, wahrscheinlich kriegen wir den einen sogar noch, bevor die Saison hochgeht, bis auf eine 80 hoch. Und ich überlege, ob wir einen neuen Torwart kaufen oder ob wir sogar erstmal mit dem schwächeren Jugendtorwart reingehen, somit aber den Rest des Kaders von dem Pavlenka-Geld verbessern und der Jugendspieler wird halt Pavlenka irgendwann überholen vom Rating. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu noch in die Kommentare schreiben, ich werde die Transferphase ja heute auf keinen Fall abschließen. Und direkt der nächste Kracher, Nicolas Dominguez. Gerade erst gekauft eigentlich in der letzten Saison, aber ihr habt schon so gemerkt, in den letzten Parts hatte ich so ein paar Probleme mit dem, vor allem was er offensiv geliefert hat und auch defensiv war das nicht so überzeugend. Der Kerl hat mir offensiv und defensiv einfach nicht genug gefallen und deswegen, ja, will ich das Geld lieber anders investieren. Pollard und Schmidt werden verkauft, weil die einfach ein zu niedriges Rating haben und auch nicht mehr so das Bombenpotenzial. So, und jetzt natürlich eine Entscheidung, die mir nicht leicht fällt oder beziehungsweise nicht leicht gefallen ist. Benjamin Golla. Der hat richtig stark angefangen in dieser Karriere. Was hat dieser Junge bei uns für Tore gemacht? Wie viele auch. Der Typ war echt die Torgarantie in Person, aber ja, das hat dann alles sehr, sehr stark nachgelassen. Vor allem am Ende der letzten Saison. Er hat nichts mehr auf den Platz bekommen. Lief gar nicht gut. Ich denke, er muss sein Glück woanders suchen. Und zum Abschluss ist ja halt noch Thomas Moser, den wir halt verleihen. Ich glaube, der wechselt jetzt auch zu Kopenhagen leihweise erstmal diese Saison. Das war der Außenspieler, der so wenig Pace hatte. Dazu sei noch gesagt, ich habe es ja als großen Umbruch auch angekündigt jetzt. Und das sieht ja bisher noch nicht nach dem allergrößten Umbruch aus. Bis auf Pavlenka und Dominguez, die ersten Kracher, die gehen. Also Rashica und Eggestein, die sind so am Zenit ihres Potenzials angekommen. Deswegen werde ich die verkaufen, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Ich werde sie nicht auf die Transferliste setzen, weil ich sie auch gerne behalte. Aber ich denke, es werden richtig gute Angebote reinkommen. Und die sind auch nochmal ein bisschen höher, wenn die denken, dass wir sie nicht verkaufen wollen. Ne? Gehe ich mal von aus. Deswegen stehen die erstmal nicht auf der Liste. Damit starten wir auch die erste Trainingseinheit der Saison. Ich habe mich gerade echt ein bisschen schwer getan, wen wir denn trainieren sollen. Aber ich habe mich dazu entschieden, diese Saison steht ganz im Zeichen der Jugendarbeit. Deswegen trainiere ich jetzt erstmal nur Jugendspieler. Die anderen werden sich ja sowieso verbessern, weil sie auch mal zum Einsatz kommen. Aber diese Spieler sollen jetzt wirklich richtig trainiert werden, damit diese Saison deren Durchbruch wird. Denn auf solche Spieler müssen wir wirklich bauen. Denn ja, wir haben nicht das große Geld, um uns einen richtig krassen Kader zu kaufen. Deswegen müssen wir auch mal das ein oder andere Talent selber heranzüchten. Und so einen sehen wir zum Beispiel mit Braun, der schon direkt auf die 70 hochgeht. Wir werfen jetzt aber erstmal zuallererst einen Blick auf unsere Ziele, was wir ja gefühlt in der letzten Saison am Ende gemacht haben. Wir beginnen mit der Nachwuchsentwicklung, mit dem langfristigen Ziel. Wir sollen über zwei Saisons mindestens ein Spiel aus der Jugendakademie in der ersten Saison verpflichten und sorgen in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Müsste man meinen, dass man das hinkriegt, weil wir so viele Jugendspieler haben, müssen wir einfach mal schauen, das werde ich nebenbei machen. Darauf werde ich jetzt nicht so krass achten. Markenpräsenz haben wir das kurzfristige Ziel geschafft, das langfristige Ziel, erhöhe über drei Saisons die Dauerkartenanzahl oder Dauerkartenzahl um mindestens 10% der Stadionkapazität. Verbleibende Saisons eine, ja, da kann ich selber nicht viel machen. Unser Finanzziel ist allerdings, verringere die Spielergelder um wöchentlich 20.000 Euro. Das ist schwierig auf jeden Fall und das langfristige Ziel ist, erhöhe den Vereinswert über drei Saisons um 30%. Das wollen wir natürlich gerne machen. So, jetzt kommen aber die wahrscheinlich spannendsten Ziele für euch, nämlich die nationalen und die kontinentalen. Erstmal die nationalen DFB-Pokal sollen wir Runde der letzten 16 erreichen und in der Bundesliga den Champions League-Platz und das will ich definitiv erreichen bei beiden hier. Und unsere Ziele kontinental sind das Finale der UEFA Europa League und da würde ich auch sehr, sehr gerne hin. Hier kommen schon die ersten beiden Transferangebote reingeflattert und zwar für Augustinsson und Sage. Natürlich Leuten, die nicht auf der Transferliste stehen, das ist natürlich immer super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am überlegen, dass wir auf jeden Fall Augustinsson verkaufen, weil der ist 27, Linksverteidiger, nicht der allerschnellste, was sehr wichtig ist in FIFA. Und ja, wir werden ja die nächsten Jahre nicht unbedingt mehr Geld für ihn kriegen, weil er wird auch nicht jünger. Und deswegen würde ich fast sagen, dass wir hier mit Chelsea mal verhandeln. Ja, das ist ganz schön. Frank Lampard nimmt einfach mal direkt 25 Millionen an. Gut, Augustinsson verkauft. Dazu möchte ich nochmal kurz sagen, dass wir jetzt vielleicht doch einen Außenverteidiger gebrauchen könnten.
Also werde ich mich da nochmal umschauen, aber die ihr vorgeschlagen hattet, beziehungsweise die ich auf der Liste hatte, das ist ja schon ein bisschen her, dass ihr die vorgeschlagen habt, die fand ich auch spielerisch nicht so gut. Die würden, glaube ich, nicht so gut zu uns passen. Deswegen werde ich da entweder selber nochmal schauen oder ihr könnt unter dieses Video nochmal schreiben, wen wir holen sollen. Denn wie gesagt, wir werden niemals die Transferphase in dem Video abschließen. Und das nächste Transferangebot ist für Josh Sargent. Und ich bin mir ganz, ganz unsicher. Aber einerseits komme ich mit Josh Sargent nicht ganz so gut klar. Andererseits ist er schon ein großer Bestandteil dieser Karriere hier geworden. Ich würde aber ehrlich gesagt lieber Josh Sargent als Backup behalten und Selke verkaufen, weil Sargent ist noch jung und deswegen würde ich den erstmal behalten. Ihr könnt aber gerne einmal hier oben abstimmen, weil ist das die richtige Seite? Müsste die richtige Seite sein. Hier oben, auf jeden Fall rechts oben, müsstet ihr mal abstimmen, sollen wir Josh Sargent behalten oder verkaufen. So, damit habe ich jetzt auch mal bis zum ersten Spieltag hier simuliert im, wie heißt das, Las Americas in irgendwas, ich weiß es nicht genau, 0 Uhr spielen wir. Ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um Fußball zu spielen. Und ja, ich werde jetzt die Aufstellung nicht durchgehen, wir gehen einfach rein in die Simulation. Ich hoffe einfach, dass wir das gewinnen können. 3-0, das sieht sehr gut aus. Damit geht es wieder rein in eine Trainingseinheit und ihr seht schon, ich habe Ralf König wieder in die Trainingseinheit reingetan, weil ich den Außenspieler hier drin hatte, den wir gerade verliehen haben. Herzlichen Glückwunsch. Es kommen wieder 2 Transferangebote rein. Eins davon auch für den Spieler, der auf der Transferliste sitzt, das andere nicht. Aber wir gehen erstmal das an von Schmid. Ja, schade. Wenn ihr 7 Millionen direkt abschlagt, dann leider nicht. Und bei Marco Friedl bin ich mir auch ziemlich sicher, den möchte ich nicht verkaufen. Der hat eigentlich immer ganz gut gespielt. Und da haben wir das erste Mega-Transferangebot. Bayer 04 Leverkusen möchte Jerzy Pawlenka kaufen. Und unser Manager, Co-Trainer oder wer auch immer sagt uns hier, dass wir zwischen 48 und 70 Millionen Euro fordern können. Und ich will Leverkusen ordentlich das Geld aus der Tasche ziehen, weil das ist ein direkter Konkurrent. Und wenn wir 70 Millionen verlangen können, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. Wir können uns allerdings mit Leverkusen nicht einigen, denn unter 65 Millionen wäre ich nicht mehr gegangen. Damit geht es rein ins zweite Gruppenspiel des Einführungsturniers. Und wir spielen unentschieden, aber immerhin verlieren wir nicht. Und hier kamen wieder die ein oder anderen Transferangebote reingeflattert. Und wir haben eben noch die Mail bekommen, dass Augustinsson verkauft ist. Aber jetzt werfen wir erstmal ganz in Ruhe einen Blick auf die ganzen Angebote. Zum einen haben wir ein Leihangebot für Karl Wagner von KV Mechelen. Und ja, der hat eine 61, der wird bei uns nicht spielen. Deswegen glaube ich, dass wir den verleihen werden. So, dann kümmern wir uns jetzt hier nochmal um Romano Schmid. Guimarães hat ja abgelehnt direkt, deswegen versuchen wir ihn nochmal an Düsseldorf zu verscherbeln. Für letztlich 5 Millionen kriegen wir Romano Schmid verkauft. So, jetzt kommen wir aber zu den beiden spannenderen Transferangeboten wahrscheinlich, nämlich Sargent und Selke. Sargent habe ich ja erstmal abgelehnt, weil ich da auf euer Einverständnis warten möchte. Aber bei Selke, ich denke, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Der hat richtig gute Dienste für uns geleistet, hat aber auch einen richtig schweren Start gehabt. Aber ich glaube, dass wir da in die Transferverhandlungen reingehen werden, denn der ist halt langsam und klobig, halt eigentlich überhaupt nicht der Spielertyp, mit dem ich spielen kann. Vielleicht kamen wir deswegen auch meistens nicht so gut mit ihm klar. Wir werden definitiv noch einen anderen Top-Stürmer holen. Deswegen ist das, glaube ich, sehr gutes Geld, was wir mit ihm machen können, was uns weiterhilft. Aber ich werde ihn natürlich jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei gehen lassen. Watford knallt hier die 38 Millionen für einen 26-jährigen Davy Selke auf den Tisch. Da bin ich aber sowas von dabei. Und damit gehen wir direkt rein ins letzte Gruppenspiel. Wir sollten das, glaube ich, gewinnen, damit wir auf jeden Fall weiter sind. Und 4-0, das sollte auf jeden Fall zum Weiterkommen reichen. Und es flattert das nächste Transferangebot rein. Diesmal nicht für Schmid, sondern für Schmidt. Und auch den wollen wir ja verkaufen. Niklas Schmidt geht für 4,75 Millionen nach Istanbul. Damit gehen wir jetzt auch rein ins Halbfinale des Einführungsturniers. Wir wollen das Finale heute hier wenigstens noch spielen in dem Part, beziehungsweise simulieren, wenn wir denn da hinkommen. Und genau dort kommen wir auch hin. Da habe ich fast beinahe zu voreilig meine Aussage getroffen. Aber auf jeden Fall beenden wir dieses Turnier heute noch in der heutigen Episode. Zunächst geht es aber an eine weitere Trainingseinheit und Wagner schlägt sich da richtig gut, aber der wird ja wahrscheinlich nach Mechelen verliehen. Und das nächste Transferangebot kommt rein. Erstmal Schmid haben wir gerade verkauft, habe ich die Mail bekommen. Und jetzt gibt es hier das Transferangebot für Milot Rashica. Und ehrlich, also das ist ein richtig guter Spieler, für den können wir richtig viel Geld verlangen. Aber ich mache nochmal 2 extra Abstimmungen. Einmal, ob wir Milot Rashica verkaufen sollen und einmal, ob wir Johannes Eggestein verkaufen sollen. Weil das sind so wirklich unsere Topstars. Das möchte ich nicht einfach ohne euch machen. Deswegen werde ich das Angebot von Arsenal erstmal ablehnen. Und es kommt direkt das nächste Angebot reingeflattert. Unseren jungen Spieler hatten wir gerade verliehen nach Mechelen. Und das nächste Angebot für Rashica ist halt direkt da. 50 Millionen von Bayer Leverkusen. Ich werde es jetzt nicht ablehnen. Ich werde es einfach erstmal offen stehen lassen, mir dann eure Abstimmung angucken. Weil, ja, wir werden jetzt eh nur noch dieses Spiel machen und keinen Tag weiter simulieren. Deswegen kann ich da ganz auf eure Abstimmung warten und wir gucken auch gleich nochmal auf das Geld, was wir aktuell haben. Aber jetzt geht's erstmal rein ins Finale gegen Chelsea. Damit starten wir das Finale des Las Americas Cup und wir können es gewinnen. Rashica mit einem Elfmeter, genau der, um den es geht, auf jeden Fall kaufen.
Oder nicht? Das tut jetzt ein bisschen weh, aber vielleicht hilft euch das ja nochmal bei der Entscheidung, bei der Abstimmung, ob ihr auf Ja oder auf Nein klickt. Und ja, ich gucke jetzt erstmal, wie viel Geld uns das nochmal in die Kassen gespült hat. Mit den ganzen Transfers und dem Einführungsturnier kommen wir jetzt hier wirklich auf knapp 100 Millionen Euro Transferbudget. Und wir haben ja natürlich die ganz großen Fische noch nicht verkauft. Also das kann ja noch richtig, richtig viel Geld werden, was wir hier im Endeffekt haben. Es ist halt wie gesagt der komplette und maximale Umbruch, den man hier quasi machen kann bei diesem Kader. Und ja, damit sollte es aber mit der heutigen Episode gewesen sein. Vielleicht ist sie etwas kürzer, es tut mir leid, der Zeitdruck ist halt einfach gerade da. Ich versuche Donnerstag dafür wieder ein normales Video ohne Zeitdruck zu bringen, was vielleicht auch ein bisschen länger ist, auch wenn ich die Länge jetzt hier gar nicht einschätzen kann und auch nicht einschätzen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt richtig Bock auf diese Karriere. Dann lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, wen ich noch verpflichten soll oder sonst irgendwelche Wünsche oder Tipps, die ihr für diese Karriere noch habt. Ansonsten würde ich mich über ein Abo und eine aktivierte Glocke freuen. Denn, ja, ich hoffe, ihr supportet diese Karriere. Das würde mich auf jeden Fall supporten. Ich bin ja jetzt auch ins YouTube-Partnerprogramm aufgenommen worden, weil ich die 1000 Abonnenten ja auch habe. Alles eine sehr, sehr coole Sache. Und, ja, da kann man vielleicht dann noch ein bisschen ausgiebiger in den Kommentaren schnacken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die, wie gesagt, gerne rein. Damit bin ich raus für heute. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.